Ja, ganz herzlichen Dank an Dominik Harrapat für die Rede, in der die entscheidenden Punkte zur Sprache kamen. Ich will kurz anschließen und erwähnen, dass die Veranstalter der heutigen, also unserer Veranstaltung hier, dieser Kundgebung hier, bereits vor knapp 2 Wochen einen Brief an den Oberbürgermeister Wagner geschrieben haben, in aller Ausführlichkeit aufmerksam gemacht haben auf die Positionen, die ja vorher auch in der Zeitung schon dargestellt waren, die Positionen, für die Lisa Fitz steht. Und auch wir haben, ähnlich wie Dominik Harrapat das eben formuliert hat, auch positiv Bezug genommen in diesem Brief auf das Engagement des Herrn Wagner gegen rechts und gegen die NPD und seinen mutigen Auftritt, wenn es darum geht, den Rechtsextremisten etwas entgegenzusetzen, und haben uns wirklich für dieses Engagement bedankt in diesem Brief und haben ihn freundlich, wie gesagt, auf die Positionen aufmerksam gemacht, für die Lisa Fitz steht, haben ihn gebeten, sich unserem Bündnis anzuschließen, sich politisch zu distanzieren. Und ich denke, es hätte auch eine breite Spanne an möglichen Reaktionen für ihn gegeben. Er hätte sich distanzieren können von den Inhalten oder von dem Engagement von Lisa Fitz jenseits der Bühne. Er hätte darauf verweisen können, dass ein großer wirtschaftlicher Schaden entstehen würde, dass man aber künftig vielleicht nicht mehr die Dame einladen würde. Man könnte sich jetzt noch viele andere Reaktionen denken, die zumindest irgendeine Reaktion dargestellt hätten. Irgendeine Form der Bezugnahme, der politischen Bezugnahme auf diese Tatsache, dass Lisa Fitz heute hier auftreten wird. Aber zu unserem Bedauern mussten wir feststellen, dass es den Oberbürgermeister Wagner anscheinend nicht zu interessieren scheint, dass es hier Stimmen gibt, die davor warnen, Lisa Fitz eine Bühne zu bieten. Und gerade als zweiter Vorsitzender des Festspielvereins oder Ausschusses hätte es, glaube ich, gut ausgesehen, wenn er sich geäußert hätte, wenn er eine Reaktion gezeigt hätte. Das hat er leider nicht gemacht. Und das ist auch alles andere als mutig. Es scheint so, als ob der Herr Wagner gegen Rechtsextremismus gerne aktiv wird und mutig ist, aber gegen andere Formen des Antisemitismus, wenn sie nicht explizit aus dem rechten Lager kommen, da scheint ihn sein Mut zu verlieren. Und das bedauern wir sehr, dass er es noch nicht mal geschafft hat, irgendeine Reaktion zu zeigen. So, als nächste Rednerin. Als nächste Rednerin, okay, ihr habt das nochmal anders überlegt. Ich dachte, okay, wer wird sprechen? Holm wird sprechen. Okay, dann als nächstes, kleine Änderung im Ablaufplan. Holm Hümmler, Dr. Holm Hümmler wird sprechen. Er ist der Vorsitzende der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, eine bundesweit aktive Organisation, die auch ein Magazin herausgibt. Manche kennen es vielleicht, das Magazin heißt Der Skeptiker. Diese Organisation hat sich zur Aufgabe gemacht, unter anderem Verschwörungsdenken, Verschwörungsideologie, Esoterik und vieles mehr wissenschaftlich auseinanderzunehmen, mit wissenschaftlichen Mitteln zu untersuchen und alle, die es interessiert, darüber zu informieren, was von solchen Verschwörungsideologien zu halten ist und wie sie funktionieren und so weiter. Er ist darüber hinaus auch persönlich Experte und hat auch ein Buch zum Thema Umgang mit Verschwörungsideologien veröffentlicht. Und wir freuen uns sehr, dass er diesen Aspekt hier mit einer Rede bearbeiten wird. Frau Fitz ist seit Jahren in der verschwörungsideologischen Ecke unterwegs, ist auf hochproblematischen YouTube-Portalen zu sehen und gibt sich da mehr oder weniger die Klinke in die Hand, gemeinsam mit anderen Verschwörungsideologen und Corona-Leugnerinnen und Leugnern. Und wir freuen uns sehr, dass Herr Hümmler heute, Dr. Hümmler, zu uns sprechen wird. Herzlich willkommen. Was darf Satire? Alles. Das ist ein Zitat von Kurt Tucholsky, es ist auch tatsächlich ein authentisches Zitat, hat er geschrieben fürs Berliner Tageblatt, 27.01.1919. Als Skeptiker ist man gelegentlich geneigt, sowas mal nachzuprüfen. Und das Zitat ist in den letzten Jahren ja gerne strapaziert worden, insbesondere im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Jan Böhmermann und dem türkischen Präsidenten Erdogan. Und ich würde auch tatsächlich sagen, meine persönliche Einstellung, wenn es um die Frage geht, was darf
Satire und was darf man überhaupt sagen, bin ich ein großer Freund davon, das sehr, sehr weit auszulegen. Ich bin auch kein Freund davon, beispielsweise Menschen wegen Beleidigung anzuzeigen, wenn man sich eben mal beleidigt fühlt. Nichtsdestoweniger musste ich tatsächlich während der Pandemie auch mal jemanden wegen Beleidigung anzeigen, aus dem einfachen Grund, dass wenn in Deutschland einer eine Morddrohung nur wolkig genug formuliert, dann ist die einzige Möglichkeit, die zur Anzeige zu bringen, eben wegen Beleidigung, weil Bedrohung, da muss schon tatsächlich drinstehen, ich bringe dich um und am besten noch mit dem Datum dazu. Auch bei so Sachen wie dem Straftatbestand der Volksverhetzung muss ich sagen, es tut mir immer ein bisschen weh. Irgendwie drängt sich mir schon immer die Frage auf, muss das sein, braucht man sowas? Und erst beim Blick in die deutsche Geschichte, aber eben auch in die deutsche Gegenwart, wird einem dann leider klar, ja, ganz offensichtlich muss das sein und das brauchen wir. Aber darum geht's hier nicht. Es geht nicht darum, irgendwas zu verbieten. Es geht nicht um Strafrecht, um Meinungsfreiheit, um Kunstfreiheit. Worum es hier vielmehr geht, ist um Anstand, um Vertrauen und um Verantwortung. Und letztlich um den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Lisa Fitz tritt nicht im Hinterzimmer irgendeiner Gaststätte auf. Sie tritt nicht auf einem gewerblichen Festival irgendwo auf der grünen Wiese auf. Da könnte man im Zweifelsfall den Wirt oder den Veranstalter fragen, ob er das denn toll findet, was diese Frau so verbreitet. Nein, Lisa Fitz tritt auf den Wetzlarer Festspielen auf. Und hinter den Wetzlarer Festspielen steht eben nicht nur ein Verein, der diese Festspiele organisiert, sondern hinter den Wetzlarer Festspielen steht die Stadt Wetzlar, stehen ihre Bürger, stehen letztlich sie alle, die Stadtgesellschaft. Die Stadt Wetzlar bezahlt jedes Jahr, bleibt typischerweise bei den Festspielen kein Gewinn übrig, sondern meistens eben ein kleines Defizit. Dieses Defizit bezahlt die Stadt Wetzlar aus ihrem Haushalt, aus den Steuergeldern. Der Rosengarten wird an den Verein für die Wetzlarer Festspiele mit Sicherheit zu einem anderen Preis vermietet, als wenn ich mit meiner Firma hier eine private Werbeveranstaltung machen wollte. Der OB, Stadtverordnete, sind Mitglied im Vorstand dieses Vereins. Und das ist gut, weil die Stadt braucht Kultur. Wir alle brauchen Kultur. Aber so, wie es läuft, wird eben Lisa Fitz in ihre gute Stube eingeladen. Und wen ich in meine gute Stube einlade, das richtet sich nicht danach, wer sich gerade noch innerhalb der Grenzen der Meinungsfreiheit bewegt, sondern das richtet sich danach, wen ich als Gast haben möchte. Da bin ich Gastgeber und darüber kann ich entscheiden. Und bei der Frage, wen kann eine Stadt sich als Gast erlauben und wen möchte eine Stadt sich als Gast erlauben, denke ich immer gerne an meine Oma. Meine Oma war keine wahnsinnig gebildete Frau. Sie war schlau, aber nicht wahnsinnig gebildet. Aber meine Oma hat sich natürlich überlegt, was sie sich ansieht. Aber meine Oma wusste, wenn sie zu einer Veranstaltung der Stadt geht, wenn sie zu einer Veranstaltung der Kirche geht, wenn sie zu einer Veranstaltung vom Roten Kreuz geht, dann weiß sie, was sie da bekommt. Dann bekommt sie da verlässliche Informationen. Sie bekommt aber auch etwas, was angeboten wird mit Anstand und mit Verantwortung. Und da hatte sie ein Vertrauen. Und ja, da ist dann die Frage, was hat das, was wir hier erleben, mit Vertrauen zu tun? Verschwörungsmythen sind eben keine harmlose Unterhaltung. Ich beschäftige mich mit Verschwörungsmythen, das Buch, was ich darüber geschrieben habe, ist jetzt 5 Jahre her. Ich beschäftige mich mit dem Thema seit ungefähr 20 Jahren. Und ja, es ist etwa 10 Jahre her, da hat man im Internet hoch und runter beispielsweise über einen gewissen Dr. Axel Stoll gelacht. Jemanden, der einer DDR-Biografie folgend, sagen wir mal, eine relativ traurige Figur eigentlich war und der sich dann hingestellt hat und Geschichten verbreitet hat über Nazis, die in der Antarktis noch überleben und sich noch halten und die irgendwann wiederkommen werden, um uns alle von der Demokratie zu befreien. Und das gespickt hat mit ganz merkwürdigen Behauptungen über Naturwissenschaft und über Physik. Und das wurde von vielen Leuten, also das wurde dann als Videos ins Internet gestellt und diese Videos wurden von vielen Leuten gesehen und weiterverbreitet, die sich einfach darüber amüsiert haben, über den schrägen Typen, der da dummes Zeug erzählt. Aber man durfte natürlich auch bei Axel Stoll nicht vergessen, der war schlicht und ergreifend ein Nazi. Und ja, Nazis sind lächerlich und ja, so ziemlich das Schlimmste, was man ihnen antun kann, ist, über sie zu lachen.
Aber man darf eben dabei nicht vergessen, dass es eben da auch um eine gefährliche Ideologie geht. Und Lisa Fitz will eben auch nicht, dass man über sie lacht, sondern Lisa Fitz will, dass man mit ihr lacht. Und angefangen hat für mich das Thema Verschwörungsmythen, als in Deutschland die Geschichte mit den Chemtrails verbreitet wurde. Also diese Behauptung, dass Kondensstreifen, die wir so am Himmel sehen, in Wirklichkeit Gifte sind, die bewusst über uns versprüht werden, um uns alle umzubringen. Das ist in den letzten Jahren unter anderem verbreitet worden von einem YouTuber namens Heiko Schrang. Das ist eine relativ große Nummer im Bereich der Rechtsesoterik und des Verschwörungsglaubens. Der verbreitet auf seinem YouTube-Kanal ganz besonders Reichsbürgerideologie, die Geschichte, Deutschland sei ja ein besetztes Land, die Bundesregierung nicht souverän, die Bundesrepublik letztlich eine private Firma und das Ganze in höchstem Maße illegitim. Und das durfte bei ihm unter anderem verbreiten als sein Gast in seinem Videokanal Adrian Ursache. Adrian Ursache, das selbsternannte Staatsoberhaupt des Fantasiestaates Ur. Der wurde dann später wegen eines Mordversuchs verurteilt, weil er einem Polizisten mit einem Revolver, den er illegal im Besitz hatte, ins Gesicht geschossen hat. Ein weiterer Gast von Heiko Schrang neben Adrian Ursache war Lisa Fitz. Das aktuelle Video, was noch auf seinem Videokanal zu sehen ist, ist überschrieben mit "Die Politik ist so dermaßen kriminell und verlogen". Darin verbreitet Lisa Fitz Verschwörungsmythen zum 11. September. Zitiert so ziemlich sämtliche Größen der deutschen Verschwörungsszene, Leute wie Daniele Ganser, Gerhard Wisniewski, Willy Wimmer. Und was sie auch in diesem Video sagt, ist, sie spricht von Flüchtlingen als Migrationswaffe. Und sie beschwert sich unter anderem darüber, dass andere Kabarettisten es ablehnen würden, sich über Flüchtlinge lustig zu machen. 2017 erschien von Lisa Fitz auf diesem Videokanal ein Video mit der Überschrift "Lisa Fitz, die ganze Geschichte ist eine einzige Kette von Verschwörungen". Und 2018 erschien von ihr ebenfalls auf diesem Videokanal als erstes das Lied, es wurde schon erwähnt, "Ich sehe was, was du nicht siehst". Und darin spricht sie eben nicht nur über Rothschild, Rockefeller, Soros und Konsorten, da wird Judith dann nachher noch was dazu sagen, wie das einzuordnen ist, sondern da kommen auch noch ganz andere Dinge. Und es geht hier eben nicht um die Frage, das muss man sich auch immer klar machen, das ist eine Diskussion, die im Umfeld von Kabarettisten immer gerne geführt wird, so ob da jetzt jemand nach oben oder nach unten tritt. Nein, das ist ganz klar, Lisa Fitz sieht sich definitiv als jemand, die für die da unten spricht, weil die da oben, das sind nämlich die bösen Verschwörer für sie. Und was in diesem Lied eben auch vorkommt, ist zum Beispiel die Zeile: "Die Kaltblüter mauern unsere Freiheit ein, Jahr für Jahr, ohne Eile, Stein um Stein." Und "mauern unsere Freiheit ein" ist natürlich eine Anspielung auf die Freimaurer. Das ist der eine Verschwörungsglaube, der darin vorkommt. Aber was sind die Kaltblüter? Die Kaltblüter sind nichts weiter als der Reptiloiden-Verschwörungsmythos. Die Behauptung, dass die Verschwörer und damit letztlich Menschen in der Wirtschaft und in der Politik außerirdische, reptilienähnliche Wesen sein, die sich nur als Menschen tarnen. Da wird der Gegner sprichwörtlich entmenschlicht. Und was auch darin vorkommt, ist der Satz: "Es gibt sowieso zu viele Esser, ohne die vielen geht es den wenigen besser." Das ist der Verschwörungsmythos der Bevölkerungsreduktion, der in den letzten Jahren im Rahmen der Pandemie immer wieder verbreitet wurde, wo behauptet wurde, unter anderem durch Impfungen würde ja die Hälfte der Bevölkerung umkommen. Das ist glücklicherweise nicht mal durch die Pandemie passiert, durch die Impfungen logischerweise überhaupt nicht. Nachzulesen, wer sich für diesen von Lisa Fitz verbreiteten Verschwörungsmythos der Bevölkerungsreduktion interessiert, zum Beispiel in dem Buch mit dem Titel "Wir töten die halbe Menschheit und es wird schnell gehen. Der Plan der Elite, minderwertige Völker über Krankheiten und Seuchen loszuwerden. Der Rest erlebt die grünsozialistische neue Weltordnung." Geschrieben von Jan van Helsing, einem Nazi-Mystiker, der in den 90er Jahren viel Geld damit verdient hat, Bücher zu schreiben, in denen er verbreitet hat, Geschichten auch wieder über die Nazis in der Antarktis und über angebliche Geheimwaffen des Nationalsozialismus. Und die ganze Geheimwaffenpropaganda eigentlich
aus der Propaganda der Nazizeit herausgenommen und esoterisch und spirituell aufgeladen hat. Also auf einmal flogen dann die Geheimwaffen der Nazis nicht nur durch die hohe Atmosphäre, sondern auch zum Mond und weiter. Das ist Jan van Helsing. Verschwörungsmythen sind aber noch was nicht. Sie sind auch kein Frühwarnsystem zum Schutz der Demokratie und sie sind auch kein Mittel, um tatsächliche Verschwörungen aufzudecken. Das ist offensichtlich nicht ganz trivial, weil diese Diskussion muss ich immer wieder führen, zuletzt vor 2 Jahren an der Uni Marburg. Also in der Philosophie und in der Soziologie gibt es tatsächlich Leute, die behaupten, Verschwörungsmythen seien ein Mittel, Verschwörungen zu erkennen. Nein. Man schützt die Demokratie nicht durch Geschichten, dass Juden, Freimaurer und Illuminaten an allem schuld sind und dadurch, dass man die gefälschten Protokolle der Weisen von Zion verbreitet. Man schützt die Demokratie nicht dadurch, dass man wie der Arzt Rüdiger Dahlke von Chemtrails fabuliert, also von den Giften, die von Flugzeugen versprüht werden, und sich im nächsten Moment darüber beschwert, dass unsere Gesellschaft viel zu wenig autoritär ist. Man schützt die Demokratie nicht dadurch, dass man demokratische Entscheidungen durch die Macht der Straße überrennt. Man schützt die Demokratie nicht dadurch, dass man Parlamentsgebäude stürmt, ob das in Berlin oder in Washington ist. Man schützt die Demokratie nicht dadurch, dass man mit falschen Attesten und Impfzeugnissen tödliche Krankheiten verbreitet. Verschwörungsglauben ist keine Suche nach der Wahrheit, wie die Verschwörungsgläubigen selbst eben auch gerne behaupten. Das erkennt man schon sehr leicht daran, wenn man ihre Reaktion auf jede Wahrheit beobachtet, die ihrem Glauben widerspricht. Verschwörungsglauben ist auch nicht wirklich interessiert an der Wahrheit, an dem, was ist. Das erkennt man schon daran, dass die Behauptungen, was ist, gar nicht konsistent sein müssen. Es gibt eine Umfrage zu Verschwörungsglauben, wo gefragt wurde nach dem Tod von Prinzessin Diana. Gibt es ja auch Verschwörungsmythen drum. Und interessanterweise Leute, die geneigt sind zu glauben, dass Prinzessin Diana ermordet wurde, sind überdurchschnittlich häufig auch geneigt zu glauben, dass sie noch lebt. Dass das irgendwie ein Widerspruch ist, interessiert eigentlich nicht weiter. Und das ist der Punkt. Verschwörungsglauben ist eben genau das. Es ist ein Glaubenssystem. Es hat alle Funktionen einer Religion. Es hat allerdings eins nicht, was einem eine Religion bietet. Verschwörungsglauben bietet keine Erlösung. Verschwörungsglauben ist eine Religion, die einen nur in ein immer tieferes Loch hineinführt. Und Verschwörungsmythen, einzelne Verschwörungsgeschichten, wie sie zum Beispiel in Ich sehe was, was du nicht siehst, immer wieder verbreitet werden, sind die zentralen Erzählungen dieses Glaubens. So wie die einen an die Schöpfung glauben, an Noah glauben oder an einen Wanderprediger namens Jesus, so glauben andere an Chemtrails, an tausende Impftote oder an die große Bevölkerungsreduktion. Und wenn jemand in diesem Glaubenssystem erstmal versunken ist, ihn da wieder rauszuholen, ist genauso schwer, als wenn man jemandem versucht, ihm seine Religion auszureden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir widersprechen und die Leute erreichen mit diesem Widerspruch, bevor das für sie zum Glaubenssystem geworden ist. Insofern, wenn Sie die Demokratie wirklich schützen wollen, dann lassen Sie sich keine Verschwörungsgeschichten erzählen. Wenn Sie die Demokratie wirklich schützen wollen, bevor Sie nach Hause gehen, sehen Sie sich das Mahnmal für die Wetzlarer Opfer der NS-Diktatur an, ist gleich hier um die Ecke. Sehen Sie sich die Gedenktafel an, da hinten an der Villa, der ehemaligen Villa der NSDAP-Kreisleitung. Und engagieren Sie sich in unserer Demokratie. Die ist es wert. Weil unsere Demokratie ist vielleicht nicht die ideale Staatsform. Aber es ist die beste, die wir haben. Und deswegen lassen Sie sie nicht im Stich. Dankeschön.